Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Gaming Proofs. In diesem Video spielen wir weiter Tekken 8, aber diesmal was ganz Besonderes, denn wir spielen gegen Pro-Gamer. Naja, was heißt Pro-Gamer? Wir spielen halt gegen ihre Geister, denn in Tekken 8 ist es möglich, einen Geist zu erstellen und ihn halt zu trainieren. Und der merkt sich halt deine Moves und dann können andere Spieler diese Geister runterladen und damit spielen. Wir spielen gegen Mulgold, heißt er, glaube ich. Sein Main ist Claudio. Und damit wir es noch ein bisschen schwieriger haben, spielen wir mit einer Arcade-Stickbox, aber halt nicht mit so einem Stick, sondern mit solchen Pfeilen. Weil ich habe gesehen, da spielen ganz viele mit diesen Pfeilen. Ja, wir schauen, ob wir Glück haben. Na gut. Okay. Verdammt. Hat er mich erwischt. Oh nein, man sieht meinen Namen nicht. Aber gut, seinen sieht man, der heißt halt Mulgold. Okay. Oh, haben wir noch geschafft. Krass. Oh mein Gott. Haben wir noch geschafft. Okay. Darauf war ich nicht vorbereitet, dass ich treffe. Ja. Oh, verdammt. Na gut. Na komm. Oh, oh mein Gott. Das hat uns gerettet. Huhu. Oh Gott. Okay. Ja. Ja, komm, komm. Ja. Oh Gott. Verdammt. Das ist nicht so gut. Komm. Oh, krass. Okay. Den haben wir besiegt. Geil. Er hat noch einen Geist mit Azucena. Gegen die versuchen wir auch noch zu kämpfen. Okay. Azucena von Mulgold. Na komm, warum? Ja, verdammt. Okay, ja, stimmt, stimmt. Verdammt. Ich hab Knopf gedrückt. Tines Café. Tines Café? Kenn ich. Den Trick kenne ich. Da gibt's einen kleinen Gap, wo man reinstechen kann. Oh, verdammt. Na komm. Oh, was? Ich habe mich doch weggedreht. Nein, das war's. Oder? Wow. Oh, oh mein Gott. Da hatten wir Glück. Wow, mein Gott, das war ja krass, okay. Ja, suchen wir uns
einen anderen Gegner von einem anderen Geist. Okay, damit es spannend wird, wird das ein Mirror-Match. Tekken Meister, er spielt auch mit Lars. Um Gottes Willen. Hat er mich erwischt? Okay. Dachte, der macht low. Verdammt. Okay. Ja, also ich muss sagen, die Geister, die sind nicht wirklich stark. Also... Okay. Ich würde sagen, dass ich zu gut bin, aber da würde ich lügen. Also, wie gesagt, ich spiele ja das Spiel erst seit dem 8. Teil so wirklich, aber die Geister sind, also für mich sind die Geister nicht wirklich schwer. Okay, ganz ruhig. Oh, verdammt. Aber auf jeden Fall für Anfänger. Oh Gott. Oh, verdammt. Okay. Oh mein Gott, das geht doch einfach nicht. Oh. Oh, Wahnsinn. Okay, und da sage ich noch, die sind zu einfach. Aber ja, ja. Na? Oh, verdammt. Okay, haben wir. Final Round. Okay. Oh. Gut geblockt. Okay, ja, der blockt immer. So gesagt, unten. Autsch. Autsch. Oh mein Gott, das war ja richtig knapp. Das war ja richtig knapp. Aber ja. Ja, suchen wir uns einen anderen Gegner. Okay. Brian von Toxic Man. Alias Anakin heißt er, glaube ich, oder? Autsch. Oh. Haben wir auch. Krass. Okay. Oh. Na verdammt, das ist... Das ist so ein... Oh Gott. Ich glaube, das war's. Okay. Okay. Hey. War nicht geplant, der Trick? Der war eigentlich geplant. Au. Au.
Okay. Oh. Na, verdammt. Okay. Na, verdammt. Das war's. Okay. Autsch. Okay. Und das war's. Jawohl. Sehr schön. Ja. Nächster Gegner, bitte. Okay. Unser nächster Gegner ist Paul. Auch von Toxic Man. Oh Gott, hat er geblockt. Okay. Au. Au. Ruhig. Das ist low, stimmt. Oh, verdammt, vergesse ich immer. Wow. Okay. Na komm. Oh Gott. Oh mein Gott. Wow, haben wir noch. Oh, okay. Wow. Haben wir auch. Geil. Na gut. Oh. Oh mein Gott. Krass. Dass er sich so schnell zur Seite beugt, da. Bam. Wow, haben wir ihn auch erledigt. Geil, geil. Ja, sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir machen hier Schluss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Bock auf weitere geilen Tekken 8 Videos habt, dann würde ich euch die hier empfehlen. Wenn ihr Bock auf ein cooles neues Early Access Spiel, Witchfire heißt es, habt, dann würde ich euch diese Videos empfehlen. Ja, und wir sehen uns dann im nächsten Video, wahrscheinlich online bei Tekken 8.